Close your eyes. Listen my voice and sleep well. In einer Stadt, die im Schutz majestätischer Berge lag, gab es ein altes Gasthaus namens Der ruhige Hafen. Es war ein Ort der Zuflucht für müde Reisende, die auf der Suche nach einem Moment der Ruhe und Entspannung waren. Das Gasthaus war berühmt für seine warme Atmosphäre, köstliche Küche und die Geschichten, die in den Wänden zu leben schienen. In einer sternklaren Nacht, als der Mond sein silbernes Licht über das Land ergoss, trat ein einsamer Wanderer namens Elias durch die holzgeschnitzte Tür des Gasthauses. Seine Augen waren müde von den endlosen Straßen, die er durchgewandert hatte, und sein Herz sehnte sich nach einem Ort, an dem er für eine Weile verweilen konnte. Als Elias den Raum betrat, wurde er von einem sanften Lächeln einer Frau hinter dem Tresen begrüßt. Ihr Name war Aurora, die Wirtin des Gasthauses. Sie lud Elias ein, sich am Kamin niederzulassen und von seiner Reise zu erzählen. Er tat es gerne und begann, von den fernen Ländern zu erzählen, die er durchstreift hatte, von den Abenteuern und Herausforderungen, die er gemeistert hatte. Während Elias sprach, lauschten die anderen Gäste im Raum gebannt seinen Worten. Es waren Menschen aus aller Ecken der Welt, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Sehnsucht. Ein alter Fischer namens Henrik, dessen Augen so blau waren wie das Meer, erzählten von den Legenden der Ozeane. Eine junge Künstlerin namens Maya enthüllte ihre Träume von fernen Galaxien und unentdeckten Welten. Als die Nacht voranschritt, wurde das Feuer im Kamin zu einem warmen Glühen und die Geschichten flossen wie ein Fluss durch den Raum. Elias erzählte von einer vergessenen Stadt in den Bergen, in der die Sterne zum Greifen nahe schienen, und von einem verborgenen Tal, in dem die Zeit stillzustehen schien. Aurora, die weise Wirtin, lächelte, als sie sah, wie die Geschichten die Herzen der Gäste entfesselte und ihre Seelen zum Leuchten brachten. Sie wussten, dass in dieser Nacht etwas Besonderes geschah, dass die Bande der Gemeinschaft und des Verständnisses zwischen den Menschen gestärkt wurden. Schließlich, als die Morgenröte den Horizont berührte und die Nacht langsam den Tag wich, verabschiedeten sich die Gäste voneinander mit einem Gefühl der Verbundenheit und Dankbarkeit. Elias, Henrik, Maya und all die anderen gingen ihrer Wege, bereichert durch die Geschichten, die sie geteilt hatten, und voller Hoffnung auf die Abenteuer, die noch vor ihnen lagen.